Ja, hallo zusammen, ich bin's Jess, heute mal vom MacBook aus. Ich teste hier gerade eine einfache Variante des Screen Capturings. Und ich möchte euch heute IFTTT vorstellen, ein Dienst, mit dem man sich kleine eigene Helferchen zusammenbasteln kann, die einem durchaus einiges an Zeit sparen können. Der Dienst ist auf Englisch, aber er ist relativ einfach zu verstehen. Und ja, ihr seht schon, die Seite an sich hat jetzt nicht viele Möglichkeiten. Wir können uns eben anmelden oder anmelden oder einloggen. Und wir können aber auch mehr lernen. Und hier sehen wir dann auch schon, was das Ganze bedeutet. Also IFTTT steht für If This, Then That. Und das bedeutet so viel, dass wir eben sagen, wenn das und das passiert, dann soll hier und dort jenes passieren. Ja, als Beispiel, hier haben wir eben zum Beispiel Facebook und wir können sagen, wenn ich bei Facebook ein Foto poste, dann soll das automatisch bei Twitter gepostet werden. Oder wenn ich eine Mail von dem und dem Absender bekomme, dann soll die automatisch an Evernote gesendet werden. Und hier haben wir eben dann ganz verschiedene Channels, also verschiedene Programme, mit denen das System arbeitet, die wir miteinander verknüpfen können. Auch ganz spannend ist das zum Beispiel per RSS-Feed, so dass wir sagen können, immer wenn ein neuer Blogartikel veröffentlicht wird, dann soll der da und da und da veröffentlicht werden, beziehungsweise gepostet werden bei Facebook oder sonst wo. Das gleiche gilt aber auch für fremde RSS-Feeds. Das heißt, wenn wir uns für einen Blog besonders interessieren, dann können wir uns den zum Beispiel per Mail schicken lassen oder ähnliches. Also ihr seht schon, hier gibt es ziemlich viele Punkte, also beziehungsweise viele Angebote, ja, Facebook Groups, Facebook Pages, Fiverr, also es ist fast schon ja endlos, was man hier alles mitmachen kann. Instagram, Fotos, Gmail, also eine Menge möglich. Und ich würde sagen, hier schauen wir uns mal ein paar Rezepte an, ja, paar fertige Rezepte schon. Und das ist ja das könnt ihr so nutzen. Also schon diese fertigen Rezepte, ist also alles kostenlos. Ihr könnt euch aber eben auch eigene, Recipes, wie auch immer man das ausspricht, erstellen. Und schauen wir uns mal hier ein Beispiel an. Ihr seht schon ganz viel hier RSS to E-Mail. Ja, dass wir eben sagen, okay, von dem und dem Blog, der RSS-Feed, der soll mir dann immer per E-Mail zugeschickt werden, wenn es da was Neues gibt. Ja, oder schick mir eine Nachricht, also eine Push-Benachrichtigung, wenn es der und derjenige bei Instagram ein neues Foto gepostet hat. Also wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, dann kann es eine ziemlich große Produktivitätssteigerung im Endeffekt bewirken. Aber man muss sich natürlich auch darüber Gedanken machen, welche Kombinationen dann jetzt sinnvoll sind und wirklich was bringen. Hier kann ich zum Beispiel auch mit diesem Wetterservice sagen, wenn es regnet morgen, dann möchte ich darüber informiert werden, per Push-Benachrichtigung, ja? Oder wenn der Euro im Gegensatz zu US-Dollar massiv sinkt, dann möchte ich darüber informiert werden. Also das sind schon ganz tolle Sachen, ganz nützliche Dinge. Und ja, ich gehe jetzt mal mit euch in meinen Account und dann schauen wir mal, was wir dort so alles vorfinden. So, jetzt habe ich mich mal in meinem Account eingeloggt. Ich habe jetzt noch nicht viele Recipes aktiviert, noch nicht viele kleine Programme erstellt, aber ein paar habe ich schon und die sind relativ nützlich. Ja, die können wir uns mal anschauen. Also wenn wir jetzt im internen Bereich sind, wie gesagt, die Anmeldung ist kostenlos, können wir hier über meine Recipes gehen und sehen, welche ich aktiviert habe. Die kann ich auch pausieren und bearbeiten. Also wenn es zum Beispiel dann bei dieser URL einen neuen Blogartikel gibt, dann bekomme ich automatisch eine E-Mail an meinen Gmail-Account und weiß Bescheid, wenn es da was Neues gibt. Das gleiche ist zum Beispiel auch mit IFTTT selbst. Wenn die was Neues haben, dann bekomme ich eine Mail. Und hier habe ich zum Beispiel einen deaktiviert. Das war der RSS-Feed zur Facebook-Fanpage. Das mache ich ja. Ich bin ja ein Fan von, das selber zu machen und dann auch eben meinen Senf so ein bisschen mit dazu zu packen. Den habe ich halt deaktiviert.
Und das gleiche aber auch nochmal für LinkedIn und für Facebook, das private Profil. Ja, wir können das hier anschalten oder ausschalten. Wir können ja für Updates das Ganze auf Updates checken. Also gibt es vielleicht gerade einen neuen Blogbeitrag hier oder je nachdem, wo man gerade schaut. Weil das Ganze kann sich natürlich nicht jede Sekunde aktualisieren. Ja, sondern das wird, ich glaube, einmal am Tag oder zweimal am Tag aktualisiert. So, und das Gleiche ist natürlich hier auch noch, das können wir anderen auch noch mitteilen, was man hier so für ein Programm erstellt hat und das Ganze eben editieren. Bevor ich euch das Editieren zeige, zeige ich euch aber, wie man eben so ein Ding erstellt. Das machen wir über Create. Und dann werden wir im Grunde schon durch die einzelnen Punkte durchgeführt. Hier, if this. Also, wir überlegen jetzt, okay, wenn was passiert, machen wir ein Beispiel. Wenn ich auf Facebook, was passiert auf Facebook, kommt jetzt als nächstes. Also, ich habe jetzt den Channel ausgewählt, das ist in dem Fall Facebook. Jetzt muss ich einen Trigger auswählen, also wenn was passiert. Also, wenn ich zum Beispiel etwas poste oder wenn mir jemand etwas postet oder wenn es eine neue Information zu einem Hashtag gibt oder wenn ich einen Link poste und so weiter und so fort. Machen wir mal hier, wenn ich einen Link poste auf Facebook. So, nachdem ich hier jetzt da den Trigger ausgewählt habe, sieht man hier, okay, wenn ich halt einen neuen Link poste, dann soll das. Wenn ich jetzt einen anderen Trigger auswähle, beziehungsweise ein anderes Programm auswähle, dann kann es auch sein, dass hier dann steht, okay, je nachdem, was ich auswähle, gibt die URL ein, also zum Beispiel den RSS-Feed oder sonstiges. Also da muss dann auch zwischendurch nochmal das Programm connected werden, also so, dass IFTTT natürlich dann auch auf den Account zugreifen kann. Aber das, wie gesagt, da wird man Schritt für Schritt durchgeführt. So, jetzt müssen wir den Trigger noch erstellen. Also wenn ich einen neuen Link bei Facebook poste, was soll dann passieren? Dann möchte ich beispielsweise, dass dieser auch automatisch auf einer Fanseite bei mir gepostet wird. So, habe ich ausgewählt. Und jetzt ist die Aktion, was soll passieren, wenn ich einen Link bei Facebook gepostet habe? Was soll dann wiederum auf dieser Facebook-Fanseite passieren? Dann soll eine Status-Message beispielsweise gepostet werden. Die kann ich hier jetzt hinzufügen. Hier wurde ein Link gepostet. Das ist jetzt relativ unproduktiv, was ich hier mache. Aber ich möchte euch einfach nur zeigen, was möglich ist. So, ne, das kann ich jetzt hier hinschreiben. Und dann kann ich eben hier auch noch was zufügen, also einen Titel, einen Link, Form etc. Aber das sollte so reichen. Und jetzt erstelle ich die Aktion. Und dann steht hier, wenn ich über mein Facebook-Profil einen neuen Link poste, dann soll eben folgende Status-Message bei meiner Facebook-Fanseite, in dem Fall jetzt Keyword Online Marketing, erstellt werden. Und das kann ich jetzt erstellen. Und dann habe ich das hier in meiner Liste. Ja, so. Das möchte ich aber jetzt nicht, deswegen halte ich das mal an. Aber so einfach kann man das machen. Das war aber jetzt nicht der richtige, sondern der falsche. Wo habe ich den jetzt, den wir gerade gemacht haben? Hier oben direkt, genau. Den deaktivieren wir jetzt erstmal. So. Also, um es nochmal zusammenzufassen. Wir definieren ein Programm, wir definieren ein Programm, in dem wir etwas machen wollen und sagen dann, was passieren soll, wenn wir das dort gemacht haben. Ja, ist, glaube ich, recht einfach zu verstehen. Und da haben wir eben hier ganz viele Möglichkeiten. Über Browse können wir uns eben von IFTTT oder von anderen Usern erstellte Programmierungen schon ansehen. Programmierungen hört sich so kompliziert an, aber es ist gar nicht. Ja, und können die natürlich auch direkt nutzen. Wir müssen die dann entsprechend nur connecten und gut ist. Hier haben wir zum Beispiel neue kleine Programme. Da könnt ihr euch einfach mal durchsuchen. Also ihr seht schon über 10.000 Seiten, über 10.500 Seiten an Möglichkeiten. Daran erkennt man schon, wie viel das ist wirklich. Also hier zum Beispiel
auch mit Pocket, auch ganz praktisch, wenn ich was in Pocket gepackt habe, dass mir das dann zu OneNote gesendet wird. Und das Schöne ist halt, das Ganze läuft browserbasiert. Also, und es hat halt Windows-Programme, aber auch Mac-Programme, beziehungsweise iOS-Programme und Android-Programme, so dass man im Endeffekt, ja, dass jeder für jede Plattform das Ganze effektiv nutzen kann. Das wollte ich euch hier heute mal zeigen. Probiert es einfach aus. Und ihr könnt mir ja dann mal schreiben, wenn ihr irgendwie spannende, produktive Rezepte erstellt habt. Ja, wie, ob das dann auch wirklich gut funktioniert und welche Rezepte das sind. Dann kann ich die vielleicht auch mal ausprobieren. Ja, und das war's schon mit diesem Video. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Tschüss und bis zum nächsten Mal, eure Jess.